So, und da sind wir wieder bei Let's Play Amnesia 2, A Machine for Pigs. Und ja, es ging weiter. Wir sind hier in dem Tunnel, nachdem wir die Schweinchen gesehen haben, die mir irgendwie ein bisschen leid getan haben. Irgendwie kann ich sie verstehen, dass sie alle Menschen angreifen. Vor allem Leute, die hier rumlaufen, weil die gehen wahrscheinlich davon aus, dass das irgendein Typ ist, der denen das angetan hat. Und ja, oh Gott. Ah, Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. Wir gehen trotzdem weiter. Tunnelsysteme, ey. Oh, hier können jederzeit welche von hinten auftauchen. Okay, geht's nicht weiter. Oh, ich hasse Tunnel. Vor allem solche Labyrinthe. Okay, anscheinend muss ich nach unten. Und oh Gott, es laggt. Warum? Ich weiß nicht, ob ich da runterfallen darf. Bin ich dann tot? Wir gehen erst einmal rum. Weil ich würde trotzdem ganz gern sehen. Und oh Gott, es wird wieder geschrien hier. Jetzt nicht mehr. Eigentlich sehen wollte, was es hier gibt. Ob das derselbe Weg ist. Ah. Hier geht schon vorher nach unten. Kann man da rüberspringen? Nein, kann man nicht. Ah, Erdbeben, Erdbeben, überall Erdbeben. Hier ist eine Leiter. Wie benutzt man die eigentlich? Ah, ah. Und wir gehen runter und wir gehen runter, immer weiter runter. Okay, wir sind unten und es gibt weitere Erdbeben. Hier geht noch eine Leiter runter und hier geht auch eine Leiter runter. Welche nehmen wir? Wir bleiben auf dieser Seite. Warum? Weil ich das so sage. Okay, wir gucken natürlich trotzdem immer weiter, was so da so abgeht. So, hier ist nichts. La la la, Erdbeben, 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 Erdbeben. Ganz viel Erdbeben. Und, oh Gott, die Schreie werden lauter, habe ich das Gefühl. Ach, sieh mal, die andere Leiter hätte auch bis dahin geführt. Immer weiter runter. Wie weiter runter müssen wir denn noch? Gott, ey, ist das Zentrum weit unten. Oh, seht mal, da ist Licht. Hier ist Light. Okay. Ich scheine irgendwie ganz gut voranzukommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch weiter... Ah, seht mal hier. Das leuchtet jetzt. Also hier sind wir. Da unten ist also das Zentrum. Eins nach unten müssen wir noch. Und da wahrscheinlich auch noch hin. Was ist das dann hier? Ah, das sind die Abwasserkanäle. Seht mal, da waren wir. Okay. Gut. Dann müssen wir nur noch eins nach unten. Dann sind wir ganz unten. Bilgepumpe, Wartungszugang. Wir wollten doch zur Bilgepumpe hin, meines Wissens nach, ne? Ich meine schon. Von Abbott Zurückgrat. Leichentuch, Unbehagen, ein Stumpf ohne Blut. Lilly ist voll mit Maden. Lilly ist tot. Sie träumt vom Dschungel. Strömt durch ihren Kopf. Einfach ihren Kopf. Entfacht ihren Kopf. Absolut nichts wieder verstanden. Also ganz ehrlich, ich glaube, am Ende des Spiels werde ich nichts von der Story kapiert haben. Obwohl die schon richtig cool ist. Und richtig tiefgründig oder so, aber ich weiß es nicht. Habt ihr irgendwas verstanden bis jetzt? Also ich habe noch nichts verstanden. Hier ist wieder so ein Saxophon-Ding. Okay. Hallo. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you. Na, man sagt da wieder was mit Schwein. Na, man sagt da wieder Schwein. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Er hat nichts mit Schwein gesagt. Das ist absolute Premiere. Das muss gefaked sein. Okay, hier ist wieder Licht. Das ist rotes Licht. Vielleicht flackert das nicht. Wer weiß. Sag ich ja.
Siehst du, das rote Licht flackert nicht. Das ist gemein. Okay, hier ist irgendwas undicht. Dieses Ding hier, kann man das umändern? Nein, okay. Dann nicht. Da ist das Kind, habt ihr es gesehen? Da ist so ein Kind rumgelaufen, aber das sind richtige Kinder, keine Schweinchen. Dies müssen die Bilgepumpen sein, das Kernstück der Bemühungen des Saboteurs. Zum Schutz seiner Überschwemmung muss er diese enormen Pumpen deaktiviert haben. Offensichtlich war er aber in Eile, denn bislang hat er meistens schlampig gearbeitet und sich darauf beschränkt, alles, was er finden konnte, auszuschalten. Wenn ich die Steuerung finde, kann ich dem Leichtigkeit Abhilfe schaffen. Okay, ja, kein Problem. Aber der Saboteur muss sich hier frei bewegen können. Anscheinend. Oh, hier ist wieder Wasser. Hier weiß man wieder nicht, wenn es flackert, ob das jetzt ein richtiges Ding ist oder nur so wieder so ein Typ im Wasser. Okay, der ist wieder nur im Wasser. Oh, ich kann mir vorstellen, dass hier bestimmt irgendeins kaputt geht und ich dann im Wasser lande. Seht mal da. Ist das die Steuerung? Oh Gott. Ist die im Wasser, die Steuerung? Ist die Steuerung etwa im Wasser? Nein, nein, nein. Ich werde nicht in dieses Wasser gehen. Das könnt ihr sowas von vergessen. Ihr... Ne, ne, ne. Ich gehe hier hoch. Bye, bye, Bitches. Geh da hoch. So, hier ist eine Lampe. Ahead, the trickle to still waters. I drag myself deeper into the temple. Downward, heaven. Towards a wind that held the voices of my children. Beckoning me to set them free. Mhm. Oh, ich kann so geil singen. Oh. Lampe an, damit es auch schön. Habt ihr das gesehen? Da war was. Ganz Seltsames. Und zwar, es sah ganz anders aus als die restlichen Dinger. Okay, weiter runter. Gucken wir uns natürlich auch mal um. Mal gucken. Wir sind schon lange keinem richtigen Zombie mehr begegnet. Also, es sollte jetzt mal wieder hier kommen. Nicht, dass ich mich noch zu sicher fühle. Ah, ich glaube, wir müssen wirklich irgendwann unten im Wasser. Aber bis jetzt sieht es ja noch so aus, als wenn wir das noch nicht müssen. Okay, ist nichts. Eine seltsame Tür, oder was das da ist, sein soll. Ja, ja, leck mich am Arsch. Okay. Ah! Oh, habt ihr das gesehen? Was war das? Habt ihr das gesehen? Oh, kommt da so ein Schweinekopf-Ding. Vieh. Oh, gosh. Da ist wieder so ein Schweinekopf, ne? Ah, ne, eine Teekanne. Oder sowas. Okay, kann hier nichts machen. Kann hier auch nichts machen. Da ist nichts drin. Ja, es scheint nur die Pumpe zu sein. Können wir da irgendwie gucken, ob hier was ist? Nö, okay. Okay, dann steh auf. Hilfspumpensteuerung. Da müssen wir ein bisschen rein. Stopp! Für ordnungsgemäßen Pumpenbetrieb müssen alle Räder korrekt platziert sein. Sind sie das? Ja, bestimmt. So. Ist da was hinter? Sieh mal, da fehlt was. Oder so. Und zumindest müsste das nicht funktionieren können, wenn da so eine Schraube locker ist. Okay. Okay. So, wir drehen das jetzt einfach. Kaboom! Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Es kommt bestimmt gleich irgendjemand. Aber ich sehe nichts flackern. Von daher gehen wir da weiter. Wir sind ja keine Men.
Geil! Hier ist gar nichts. Aber seht mal da, da kommt irgendwas raus. Aber wir können auch... Ist hier jemand langgelatschen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. Hier können wir also nicht lang. Schade. Oh Gott, ein Schweinekopf ist da! Hallo, Schweinköpfchen. Aber was muss ich denn jetzt machen? War es das jetzt schon? Ist die jetzt wieder an? Diese Pumpe? War das alles, was ich machen musste? Oh Gott, wisst ihr noch, wo es lang geht, um rauszukommen? Das war doch so verwirrend. Ich muss bestimmt jetzt wegrennen. Ah, da komme ich gar nicht mehr lang. Muss ja was auf sich haben, dass ich... Da ist eine Tür auf, da ist eine Tür auf. Ah, da komme ich auch nicht mehr lang. Okay, ich muss also hier lang. Warte, hier war ein Schild. Pumpenhauptraum. Hier müssen wir hin. Und wir erhalten ein Memento. Noch eine Pumpe. Und wieder muss ich sie anwerfen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in einem großen Spiel gefangen bin und für die versprochene Belohnung meine geliebten Kinder endlose Herkules-Taten verrichten muss. Aha. Ja, irgendwie schon, ne? Alles ist irgendwie so aufgebaut, als wenn ich das extra alles machen müsste. Als wenn die mich testen wollen. Aber solange ich... Oh Gott, sieh mal da, da ist dieser Weg so reingegangen. Sieh mal hier mit dieser Umrandung. Ich weiß jetzt schon, dass ich da irgendwann rein muss. Und seht mal, da ist ein Rad und eine Tür. Oh Gott, ich muss da rein. Ins Wasser. Oh, fucking Scheiße, nein. Warum, warum, warum? Okay, dann sollte ich auf jeden Fall sicher gehen, dass ich hier nichts vergesse. Ich höre jemanden. Ich höre jemanden. Bin ich denn hier überhaupt jetzt richtig? Warte, bin ich wieder... Wo bin ich hier gelandet? Hier bin ich falsch. Würde ich sagen. Oh, meine Fresse. Ich muss da wahrscheinlich nach unten. Warte mal, wo bin ich denn hier runtergeflogen? Da, okay. Dann kann ich also hier jetzt weiter lang. Wir gehen einfach weiter hier lang, weil ich will noch nicht da runter und dieses Ding drehen. Wir gehen hier lang, wo das Wasser runterfließt. Ist ja bestimmt nicht schlimm. Seht mal da. Hauptpumpensteuerung. Aha, 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 aha. Ich bin so gut. Ich wusste genau, dass es hier lang geht. Seht mal, das ist doch eine Tür. Die wird wahrscheinlich auch... Oh, wir sind unten. Ach ja, warte mal, aber wo ist denn das Zentrum-Dingsbums-Ding? Das daneben? Nee, das kann es ja nicht sein. Dann waren wir ja wahrscheinlich auch schon. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Denn wir sind jetzt erstmal hier. Für ordnungsgemäßen Pumpe müssen alle Räder korrekt platziert sein. Ich sehe einen Hammer, ich sehe, dass hier was fehlt. Fucking Scheißdreck. Ah, ich sehe, hier ist das Rad. Aha. Das war aber nicht clever gemacht, Saboteur. So. Oh, es fehlt noch eins! Wo ist das andere? Im Ofen? Nein, warum kann es nicht mal so leicht sein? Okay, genau hinschauen, Mario. Oh ja, gut, das bringt mir ja sowieso nichts, wenn da nicht so ein Ding ist. Okay. Ach, das liegt genau daneben! Ah, okay, geschafft. Das war ja ein leichtes Rätsel. Okay, Tür ist auf. Nur diese Eisentüren sind nicht aufgegangen. Warum nicht?
Ich habe hier was klackern gehört. Egal, wir gucken uns erstmal die Pumpe hier an. Okay, gut. Hier ist alles. Das war ja die Hauptpumpe. Das heißt, wir sind jetzt fertig hier. Richtig? Richtig, ne? Hauptpumpensteuerung ist ab. Ich höre die ganze Zeit das Flackern, Mann. Aber was? War ich das schon? Ja, ne? Wir gehen da lang. Oh, wieder so lange Korridore, ey. Mit ganz vielen Lampen. Das kann nur wieder bedeuten, jetzt geht's los. Oder auch nicht. Oh, Blut, Blut! Und Käfige. Okay. Aber sonst ist hier nichts, ne? Nee. Ich hab das Gefühl, ich habe hier unglaublich viel ausgelassen, aber... Und überall rote Lampen, damit ich... Oh, gosh. Muss ich hier wirklich rein? In das Wasser? Na, super. Wenn Sie Objekte halten, können Sie mit der rechten Maustaste werfen. Ah, okay. Das war also nur ein Verarschungsraum. Vielen Dank. Toll! Toll! Ein Verarsch... Es vibriert. Alles. Aber ich sehe keinen Schweinemensch. Also das ist schon mal ganz gut. Okay. So. Oh, da hat sich anscheinend den Kopf gestoßen, irgendjemand. Aua, aua, aua. Sollte man auch nicht tun. Warum tut diese Person das? Okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich in das Wasser wohl. Oh, nee, wir könnten jetzt eigentlich wieder einfach rausgehen, ne? Ja, eigentlich. Memento! Die Überschwemmung ist beseitigt. Ich habe mich durchgesetzt. Der Saboteur ist geschlagen. Mein Herz pocht vor Begeisterung, auch wenn sich mir alles dreht und ich in fiebriger Erwartung erschaudere. Wie diese Maschine nun ihr unmittelbar bevorstehende Wiedergeburt spürend, um mich herum hämmert. Der letzte Abstieg lockt mich wie Lilly, wie sie einst auf unserem Ehebett lag und mich zum Mann machte. Warte mal. Seine Frau ist verstorben, das hatten wir in der Kirche herausgefunden. So, Lilly ist anscheinend seine Frau, Ehebett, die Tote. Und in einem Ladebildschirm kam auch schon mal Lilly vor, im Leichentuch... Brennend entfacht ihren Kopf oder sonstiges. Hat der Versucher an... Ach, das war nur die Pumpe, ne? Ja. Hat der Versucher an seiner eigenen Frau versucht? Und war ich da schon drin? Ja, ne? Obwohl, da komme ich auf beiden Seiten nicht weiter. Heißt, entweder ins Wasser oder hier lang. Und ich schätze... Ich muss ins Wasser. Oder einfach hier runter. Da komme ich bei beiden nicht lang. Na, nee. Okay, ich muss auf jeden Fall runter. Und höre was? Oder wird das nur Wasser rauschen? Ja, okay. Oh. Oh, Mann, ey. Dieses Ding. So. Ey, seht mal, ich muss gar nicht... Ach, das Wasser ist weiter unten. Jetzt kann ich da so durch. Ah. Och, erschreck mich doch nicht so. Okay, ich weiß nicht, warum sie diese Wasserdinger gemacht haben, wenn sie quasi nur einen einzigen Auftritt haben. Okay. Let's go. Aha. 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 Schließe dich, Tür. Ich will nicht, dass da noch jemand kommt. So, wie ging das? Dann den hier. Und dann den. Und dann den. Oder warten, bis das Rauchding weg ist. So, und jetzt den. Dreh dich. Sehr schön. Aha, aha, aha. So, geh aus.
Hallo! Geht die Tür auch wieder zu? Nein? Okay. Egal. So, was ist das hier für ein kleines Räumchen? Oh, kann ich sie hier zumachen? Ja, tatsächlich. Nee. Nee, ich kann sie nicht zumachen. Schade. Wahrscheinlich, weil die Maschine nicht mehr an ist. Ist da was? Nein. Keine Notiz? Was soll das kleine Raum hier? Aber egal. Hauptsystemzugang. Yay. Wir nähern uns, glaube ich, dem Hauptsystem. Clever, ne? So, hier ist ein Rad, das können wir nicht benutzen. Okay, eine Zange. Wollen die mir sagen, die haben hier so einen kleinen Raum gemacht und hier ist nichts? So rein gar nichts? Könnt ihr mir doch nicht erzählen hier. Ne, tatsächlich, hier ist nichts. Nichts, was ich irgendwie benutzen könnte. Nö, nö, nö. Nö, dieser Kartoffeln. Da leuchtet auch nichts, ne? Nee. Okay. Gut. Hauptsystemraum, bla bla bla. Sehen wir im nächsten Part. Mal gucken, was uns ein Hauptsystem da, wo die Dinger hergestellt werden, erwartet. Ich hoffe, es sind nicht so viele. Oh Gott, sind wir nicht. Wir sind nicht da in der Küche, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye und ciao.